Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Der Spitzenreiter aus Halle empfängt Preußen Münster, das nach einem verheißungsvollen Start in die Saison sich auf Rang 16 mittlerweile wiederfindet. Gut 9000 Zuschauer sind gekommen, bei bestem Wetter, darunter auch zwei gute Busladungen aus Münster. Die ersten 45 Minuten nicht so attraktiv, dieser Pfostentreffer, das verheißungsvollste. Im zweiten Durchgang sollte es dann aber deutlich lustiger werden, findet sicherlich auch Toni Wachsmuth, Zwickaus Sportdirektor. 48 Minuten sind gespielt und Seref Özcan macht sich auf die Reise und findet im Zentrum Heinz Mörschel. Die Gäste aus Münster, sie gehen in Führung mit 1:0, nachdem Mörschel seinen zweiten Saisontreffer markiert. Aber der hallische FC, er steckt überhaupt nicht auf. Das Spiel, es wird minütlich attraktiver. Niedfeld eingewechselt, gibt raus zu Göbel und über einen Umweg landet der Ball bei Pascal Sohm. Ärgerlich für Preußen Münster, da Erdogan, der Verteidiger, den Ball über den eigenen Keeper hinweglenkt. Sohm muss nur noch einnicken. Die Fans, guter Dinge, dass der vierte Dreier in Folge gefeiert werden kann. Aber zunächst haben sie Glück, dass dieses Handspiel von Sebastian May nicht geahndet wird und es keinen Elfmeter gibt für Preußen Münster. Auf der anderen Seite dann ein unstrittiges Handspiel und den fälligen Strafstoß, den versenkt Bentley Baxterbahn zum 2:1 nach 75 Spielminuten. Der hallische FC, er ist also wieder mal auf der Siegerstraße. In der 83. Minute wird es dann allerdings nochmal richtig kurios. Münster wirft alles nach vorne und der eingewechselte Joel Grodowski sagt Dankeschön. Aber war der Ball überhaupt im Tor? Es wird geschaut, es wird geguckt und am Ende wird zu Recht auf Tor entschieden. Aber die Diskussionen, sie gehen weiter. Bei Halle sollte Jan Washausen eingewechselt werden für Terence Boyd. Bei Münster die 27 Grodowski, für die neuen Rufer Dardaschow. Hinein kommt Grodowski. Dardaschow ist auch raus. Und auf Seiten von Halle geht Terence Boyd mit der 13 langsam runter vom Platz. Oben sehen Sie, allerdings schon außerhalb des Spielfelds, Pascal Sohm, der vom Schiedsrichter runtergebeten wurde. Jan Washausen wird auf den Rasen gelassen. Aktuell also 10 Feldspieler aus Halle auf dem Rasen, 11 aus Münster. Und genau in dieser Situation ist das Tor gefallen vom eingewechselten Grodowski. Eine höchst kuriose Situation. Der Schiedsrichter allerdings entscheidet auf Sohm, ist ausgewechselt worden. Nicht wie Halle wollte, Terence Boyd. Der Treffer zählt und so bleibt's beim 2:2. Ja, also ich habe die 9 auf der Anzeigetafel gesehen und habe gedacht, ich muss raus. Habe dann kurz einen Augenkontakt mit dem Schiedsrichter gehabt und er hat gemeint, ich soll doch auf der anderen Seite raus, weil das der kürzere Weg ist. Am Ende des Tages haben die Schiedsrichter uns vorgegeben, dass wir die 9 rausnehmen müssen und Terence Boyd auf dem Feld bleiben müssen. Und das wollen wir gar nicht und das kann es ja nicht sein, ja? Nur weil sie ein Schild falsch lesen. Der ausgewechselte Spieler muss ja das Spielfeld an der nächstgelegenen Stelle verlassen. Das führte zu irren Turbulenzen. Am Ende aber bleibt unterm Strich ein durchaus verdienter Punkt für Preußen Münster, den es nächste Woche zu Hause gegen Bayern 2. zu bestätigen gilt. Halle muss zum Spitzenspiel nach Braunschweig. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.